Freunde und Freunde des Handwerks, Hobbybastler, Besitzer einer Werkstatt. Sicherlich habt ihr auch für eure Maschinen eine Absauganlage. Und ich habe auch eine, habe aber das Problem, dass für meine drei Maschinen, die ich habe, dass der Sauger zu schwach ist. Also ich kann im Prinzip immer nur an einer Maschine die Absaugfunktion einschalten. So, und das habe ich früher, habe ich mir das über Poolrohre und Poolventile gemacht. Ich zeige euch das mal eben. Das waren hier diese, also 50 mm Rohr, und dann gibt es ja diese Verschlüsse. Nur das Problem ist, diese gehen sehr schwer. Und wenn man an der Maschine arbeitet, oftmals habe ich vergessen, die zu öffnen. Oder es waren alle auf oder es waren alle geschlossen. Und Ergebnis war halt, entweder wurde gar nicht gesaugt oder nur schwach gesaugt. Oder ja, manchmal hat es auch funktioniert. Aber es hat mich halt genervt, dass ich da immer dran denken muss. Und dann habe ich mir halt was anderes einfallen lassen. Und das möchte ich euch mal zeigen. Ich habe hier ich habe auch eine eigene Fräse gebaut und habe aus der Fräse habe ich mir sozusagen so Schieber gebaut. Kleine Zahnräder, ein kleines Zahnrad, was über ein Servo angesteuert wird. Und dieses Servo steuert sozusagen diesen Schieber. Und dieser Schieber, man sieht das vielleicht hier, der hat hier so eine Zahnstange. Ne? So, und hier ist das kleine Zahnrädchen und hier hinten ist ein Servo, kann auch 20 Kilo holen, das ist ein ziemlich starkes Servo, und dieses Servo macht eine 180 Grad Drehung, sozusagen das Zahnrädchen dreht sich um 180 Grad und öffnet den Schieber sozusagen, fährt rauf und runter. Vorteil ist halt bei dem Servo, ich brauche keine Endabschaltung, irgendwelche Endkontakte, die dann, sagen wir mal, wenn ich einen normalen Motor nehme, dass die dann die Schiebeklappe irgendwie dann abschaltet, ne, damit der Motor dann nicht irgendwie die ganze Zeit dreht, obwohl das Ding schon am Anschlag ist. Also so habe ich mir gedacht, über ein Servo ist das am einfachsten umzusetzen. Nur wie steuere ich jetzt so ein Servo an? Das ist jetzt das Problem, und da habe ich mal im Internet gesurft, gibt es ja diesen Arduino, das ist also ein kleiner Prozessor, eine Prozessorplatine, damit kann man das super machen. Das zeige ich euch auch mal eben. Ist hier. Dieses Teil hier. Da habe ich ein kleines Netzteil, das sind 12 Volt. Der Arduino braucht eigentlich eine 9 Volt Spannung. Da habe ich einen kleinen, mit einem Festspannungsregler habe ich die Spannung von 12 auf 9 Volt runter geregelt. Und die Servos, die ich betreibe, da die halt nicht über den Arduino versorgt werden können, weil der nicht genug Strom liefert, habe ich hier nochmal eine separate Stromversorgung. Es wird aber alles über dieses 12 Volt Netzteil sozusagen versorgt. Hier sind sozusagen die Anschlüsse 1, 2, 3 für meine drei Servo. Motoren oder drei Schieber, und hier ist die Mimik, womit ich die ansteuere. Das ist ein ganz normaler Stufenschalter. Der hat drei Stufen. Das heißt, ein Schieber ist halt immer geöffnet und die anderen sind dann geschlossen. So, und ich kann die Schieber einzeln über diesen Stufenschalter ansteuern. Wie das funktioniert, zeige ich euch mal eben. Und jetzt muss ich den einen hier nochmal einstecken. Da habe ich ja gerade rausgezogen. So, ich hoffe, man kann das gut sehen. Also, jetzt die erste Stufe ganz nach links. Das heißt, links, die linke Maschine ist mein Tellerschleifer. Da sieht man, ist die Klappe so, dass man durchschauen kann. Also die Öffnung ist frei. Jetzt schalte ich einmal um. Die schließt, jetzt ist die mittlere auf. So, das wäre meine Kappsäge. Darüber mache ich die Absauganlage von der Kappsäge. So, dann gehe ich noch eine Stufe weiter. Schließen die beiden. Und jetzt habe ich sozusagen hier das Ventil für die Fräse offen. So, und das heißt, es ist immer ein Schieber auf. Ne, das,
ist ja auch vom Vorteil, wenn der Sauger, der, wenn jetzt alle drei geschlossen wären und ich würde den Sauger anmachen, dann wird der Sauger wahrscheinlich auch ein bisschen überhitzen und kaputt gehen. Kann so nicht passieren, da halt immer ein Schieber geöffnet ist. So. Und da ich ja sowieso den Sauger einschalten muss, daneben ist dann hier dieser Wahlschalter und dann kann ich halt, wenn ich den Sauger einschalte, kann ich dann die entsprechende Ventil öffnen. Das muss ich natürlich jetzt alles noch in meine Absauganlage einbauen. Werde ich jetzt die nächsten Tage machen und dann werde ich euch ein weiteres Video zeigen, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Bis dahin, alles Gute und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wer mehr Informationen haben will über den Arduino, über den Code, wie man das Teil programmiert, wo ich die Teile besorgt habe und so weiter, schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und natürlich auch auf einen Daumen hoch. Und wenn ihr hier meinen Channel, den ich jetzt ja gerade erst eröffnet habe, abonniert, freue ich mich auch, denn es wird in Zukunft wahrscheinlich mehrere solche Videos geben. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.